So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Batman Begins. Nein, Leute, wir sind hier wieder da und wir müssen noch einen Zivilisten retten. Ja, da ist mir was Lustiges passiert. Ich habe eine Lektion in diesem Spiel gelernt und zwar spamme nicht mit Satana 1000 Feuerbälle. Wieso? Ganz einfach, weil wenn du das machst, dann stürzt das Spiel ab und du musst nochmal das neu machen. Naja, Leute, dann kloppen wir halt nochmal ganz schnell hier die Gegner zusammen. Ist ja kein allzu großer Act, wir haben es ja eh hier fast, aber egal. Trotzdem, ja Leute, was ist beim letzten Mal passiert? Einiges. Wir waren erst als Green Arrow und Flash unterwegs. Und wenn du mich nervst, dann muss ich hier Obst und Gemüse auf dich schmeißen. Als Green Arrow und Flash waren wir erst unterwegs und haben hier einigen Gorillas in den Allerwertesten getreten. Dann ist es weitergegangen und wir waren mit Superman und Wonder Woman. Also jetzt wird's echt toll, Mann. Ich muss euch sagen, also am Anfang hat mich das ja sehr gestört, dass wir wirklich immer eine ewig lange Mission haben und immer dieselben Charaktere gespielt haben. Aber jetzt switcht es zack, zack, zack. Das ist ja richtig awesome. So habe ich mir das vorgestellt. Und haben hier den Angriff der weißen Marsianer aufgehalten mit Wonder Woman und Bats. Mit Superman, meine ich. Und nun sind wir hier mit Wonder Woman. Wonder Woman. Heute, jetzt geht's bergab, Mann. So wie das Spiel abgestürzt ist, stürze ich auch gleich ab. Nun sind wir mit Batman und Satania unterwegs. Mit unserer Meisterin der Magie und dem dunklen Ritter. Und schlagen uns hier nun gegen die Horden von Affen durch hier. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil da drüben ist mein Spiel abgestürzt. Da bin ich hintergegangen. Also, 2 Meter weiter und dann habe ich mit Satana angefangen, Feuerbälle zu spammen. Das werden wir jetzt nicht mehr machen, weil das mag das Spiel nicht. Und jetzt schauen wir einfach mal, was uns hier so wartet, wenn wir hier lang gehen. Vielleicht ist das ein besserer Gang. Der ist wieder schwer überpanzert. Das ist Satana-Spiel, Mann. So, neutral bist du, Batman. So. Dann müssen wir das ein bisschen vorsichtiger machen, als gerade eben noch. Weil vorher habe ich alle Gegner auf einmal einen Fleck gelockt und dann mit Satana einfach 20 Feuerbälle gespammt, Mann. Das mag die PSP nicht allzu sehr, das habe ich schon gemerkt. Außer einzeln kann man ja locker wegkommen. So. Und dann kriegen wir das auch wieder hin. So, dala. Und jetzt schauen wir mal, wollen wir wieder Flammen festmachen? Lieber nicht. Nur 27 Mal. Stärker als normale Menschen. Zäh! Ist doch nix für hier, meine lieben Freunde. Batman ist mindestens 50 mal so stark wie ein normaler Mann, würde ich mal sagen. Und Satana, ich meine, der Zaubersprüche. Also, kein Problem, würde ich mal sagen. Kommt's noch. Ich hole dann einen schönen Rasierer und dann könnt ihr auch als ein bisschen krumme Menschen durchgehen, die ein bisschen krumm gehen, Mann. Ich will schon einmal so ganz Körperrasur bei jedem Affen, der hier mit Grodd hier zusammenarbeitet. So. Schon wieder Turbinen. Mein Zauber kann die Erschütterungen nicht mehr lange unterdrücken. So, okay, die Turbine kommen wir schon mal nicht so leicht kaputt, Mann. Satana schafft es immer noch nicht. Steck an. Die unzerstörbare Turbine, würde ich mal sagen. 5 Turbinen. Oh. Bam! Schönes Kombi. So, lala, okay, machen wir hier die Gegner platt und dann schauen wir mal, wie es weiter geht, ob wir hier lebendig rein und rauskommen. Ich wollte noch ein bisschen über die schöne Justice League Heroes Serie anschauen, reden. Ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich begonnen habe, die wieder anzuschauen hier. Und, auf Netflix gibt es alleine eine Staffel, ich weiß gar nicht, welche das ist, also nicht die erste, ich glaube die dritte ist es. Also, wieder mal super Beginn, um mit einer Serie anzubeginnen, weil, alle guten Dinge sind drei. So, aber ich habe die Serie auch früher angeschaut. Ich weiß noch, früher, da lief immer in der Früh auf Kabel 1 und in der Früh, Werbung hier, lief dann immer in der Früh, liefen dann diese ganzen Serien, aber liefen auch immer Anime, weiß ich noch, Shame King oder sowas lief da immer und diese ganzen Marvel und DC-Serien da, die X-Men liefen da immer, also gab einige coole Serien, die immer früh liefen. So, und da habe ich auch immer diese schöne Serie mir angeschaut, das weiß ich auch noch. Also die Justice League Heroes TV-Serie. Und die ist echt, also echt super, Mann. Die hat da wirklich hier den kompletten Justice League Cast im Endeffekt. Also nicht so wie hier, wo man halt wirklich nur, sag ich jetzt mal, die großen und berühmten Mitglieder hat. Jetzt habe ich gerade einen armen, wehrlosen Hasen gekickt. Naja. Eine gute Hilfe. Und die Serie macht echt Laune, wie gesagt.
Also wie gesagt, die beste Serie, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, war mit Satan und Batman, wo Batman dann am Ende angefangen hat zu singen. Das war ja so ein cooler Moment, Mann. Stell dir mal vor, der dunkle Ritter fängt an zu singen. So, wir könnten ja noch kurz unseren Wettbewerb machen, Mann. Zatanna versus Batman. Ich meine, niemand hat eine Chance gegen Batman. Ist halt einfach so. Aber naja. Ich denke, es ist klar, Batman. So, dann hat man beim letzten Mal, da haben wir auch noch nicht gesagt, Superman gegen Wonder Woman. Ist ja schon ein bisschen schwerer. Ich meine, Superman ist halt so der bekannteste, klassische, super Non-Held, Anführer der Justice League und alles Mögliche, was auch immer ist. Ich muss echt sagen, ich habe Geschichte Doomsday von ihm gelesen, das fand ich die interessanteste Mann, weil der wirklich da mal gegen den Gegner war, den er halt im Endeffekt nicht einfach mit 3 Hieben wegklumpen könnte. Muss ich echt sagen, Wonder Woman hat schon nicht schlechte Geschichten, Mann. Ich habe mir leider den neuen Film noch nicht angeschaut von Wonder Woman. Kommt noch, vielleicht, wenn diese Videos kommen im Jahr 2020. Muss kein Witz sein, Mann. Jetzt irgendwann in nächster Zeit kommt Binary Domain, das ist auch schon 3 Jahre alt, 2 Jahre alt, das Projekt. Warte. Schöner Spruch. So. So, ihr wisst, dass wir mit Satane eh unbesiegbar sind, weil wenn die Gegner mich nerven, fange ich an, Flammen zu spammen und wenn sie mir viel Leben abziehen, dann heile ich mich. Also sind wir im Endeffekt eh imba, wie man so schön sagt. Im Balance. Aber so mag ich das mal. So kürze ich jedes Spiel. So, 2 Turbinen haben wir noch. Und dann können wir in die nächste Etappe vorrücken, Mann, hier. Und Grodd, unser wahnsinniger Affe, wird dann seine gerechte Strafe hoffentlich bekommen. So, wo seid ihr denn? Oh, Erdbeben wieder. Ah, das ist echt eine nervige Location. Weil die Gegner immer so schön den Vorsprung haben, dass sie immer so auf uns drauflaufen können. Ihr seht, wir kriegen immer Schüsse ab, Mann. Man hat auch wirklich keine Chance, irgendwie so präzise denen auszuweichen. Aber ist schon okay, Mann. Flammenbälle machen alles möglich. Dann wieder noch so ein schöner Kick und dann ist die Welt wieder im Lot. So, wir haben schon wieder 16 Verstärker, Mann. Ich hab so viel Glück. Glück. Ich will aber Effizienz haben. So, Schnelligkeit. Dauer. Glück. Glück. Ich glaube, wir haben doch ein Level 5er Glück. Level 6er Glück, okay. Ja, und dann schauen wir mal. Dauer mit der Reichweite und nochmal Reichweite. Na, aber Dauer ist besser. Nee, ich weiß nicht. Ihr seht, es lohnt sich nicht so richtig, die Skills hier zu verstärken. Obwohl, weil wir den stärkeren Skill, Entschuldigung, Batman, ich hab dich zwar doll lieb, aber den will ich für mehr andere aufheben. So. Und das Problem ist halt, die Skills hier so zu verstärken. Ihr seht, es lohnt sich so gut wie gar nicht. Okay, Glück, mit Stufe 6 kriege ich 100 mehr Leben, aber es ist auch so wenig, Mann. Nee, da verstecke ich lieber Satana. Da habe ich eh 2 Punkte. Dann verstecke ich einmal den Feuerstahl und einmal die Heilung. So, definitiv Schaden, Mann. Alter! Die wird so im... Also ernsthaft, Mann, die ist so überpowered, Mann. Und Heilung machen wir auch gleich nochmal. Effizienz, Mann. Oh, jetzt kommt... Aber nee, den Effizienz will ich mir eigentlich aufheben. Den würde ich mir gerne aufheben. So, ansonsten habe ich jetzt auch nichts so Sinnvolles. Nein, ich will den nämlich noch stärken. Ich will den dann auch für die Flammenfertigkeit machen, Mann. Und irgendwann wird das dann die überpowerste Fähigkeit überhaupt, Mann. Aber ich meine, ihr seht ja, mit Batman, da klappt das eigentlich ganz gut, Mann. Einfach immer vorschwingen, ein paar Battle Rugs vielleicht mal werfen, wenn die Gegner weiter weg sind. Aber ansonsten läuft das ja. Aber mit Satana, Mann, das ist ja... Sie ist ernsthaft unser Ass im Ärmel, Mann. Jetzt hau ich noch einmal so einen richtig geilen Effizienz-Skill auf den Flammenball.
Dann macht der Flammenball nicht noch mehr Schaden, weil der macht ja eh inzwischen 370 Schaden, Mann. Der hat, ich glaube, mal 100 oder so Schaden gemacht. So, und dann kostet dann auch noch wenig Energie. Und dann, Leute, wisst ihr, dann sind die Gegner fertig. So, jetzt haben wir schon wieder Level Up. Enterhaken. Und Kampf. So. Bam, aber der, also ich muss sagen, der Enterhaken-Skill, der gefällt mir sehr, sehr gut, Mann, weil man halt immer, also besonders bei so Gegnern mit Geschützen, Mann, ist das vielleicht der beste Skill überhaupt. Weil man ist halt immer sofort bei ihnen und die Gegner haben nicht mal eine Chance, dann noch weiter auf einen zu schießen. Fällt mir gut, Mann. Und selbst wenn der Gegner wie der hier gerade in der Nähe ist, man kann ihn halt immer wieder durch betäuben. Bin dabei, Mädel, nicht brüllen. So. Warp zieht sich einfach hinter mich hier, oder? Boah, das war ein Punch, Mann. So, sehr schön. Aber jetzt habe ich leider keine Energie mehr. Nicht gut. Und ich treffe den Gegner nicht. Süßer kleiner Hase. Okay. Dann haben wir das auch noch vernichtet und dann würde ich sagen, heißt es jetzt auf durchs Tor. Schauen wir mal, was uns dahinter erwartet, ob jetzt endlich der große Kampf gegen Grodd kommt. Suche Grodds Thronraum. Okay, schade, ich hätte mir jetzt noch ein kleines, schönes Cutscenes gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Wir müssen nah dran sein. Die Wachen werden immer stärker. Davon merke ich jetzt nichts, aber nur gut. Mensch, schau dich an. Ein Bunchmann und dann sind die Daumen. So, okay, gut, das war's im Endeffekt schon wieder. Spürt den Zorn der Vase! Aber nur wenn sie euch trifft. So, Satana, du kümmerst dich um den und ich schnapp mir den da. Ich hätte eigentlich ganz gerne mal wieder einen Save Point. Man hat da einen ganz kleinen Funkspruch gehört, Mann. Es ist echt doof, Mann. Man kann die Stimmen nicht lauter machen. Deswegen ist immer sind immer die Stimmen von den Leuten hier, die sie reden, immer sehr leise, Mann. Das ist ein bisschen doof. Aber what schon mal machen, so. Ah, ein Speicherpunkt, danke schön. Muss immer aufpassen, wenn das Spiel abstürzt. Deswegen immer schön speichern, Mann. Ich sehe schon, komm, vom letzten zweiten Spiel, da gibt es einen schönen Safe Corrupt, Mann. Und der Max, der immer nur auf einem Safe Game speichert, der hat dann ausgeschissen, so. So, komm schon, gib mir ein paar Effizienzpunkte, Mann. Weil ich will unbedingt deswegen, weil Batman würde ich gerne eigentlich nur den Effizienzbonus geben. Das wäre das Einzige, was ich ihm echt eigentlich gerne ausrüsten würde, damit er dann hier, damit der Move hier, weil der kostet schon ein bisschen sehr viel Energie, damit er ein bisschen weniger kostet. Ansonsten passt das alles, was er macht, aber das müssen wir unbedingt noch ändern. Und das, aber gerade meine Effizienz will ich unbedingt nochmal für Satan aufheben, weil ich sag ja, wenn dieser Flammenball, Mann, dann noch weniger kostet, Mann, dann ist das einfach der beste Skill im Spiel, Mann. Noch besser als der Heilskill, Mann. So, Gesundheitsbonus nehme ich gern. So. Schön ist, ich muss die Gegner nicht mal sehen. Er kann sich trotzdem zu ihnen hinwarpen. So, wo geht's lang? Ey, Leute, Mann, ich hab. Es ist zwar alles schön und gut, Mann, aber ich habe null Ahnung, wo es hier gerade lang geht, Mann. Bam! Tritt ihm in die Leisten! So, schön getreten, Batman. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal wieder einen ganz kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Justice League Heroes und wir schauen dann, ob wir noch mehr Affen ins Jenseits schicken können. Bis zum nächsten Mal dann, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.